Hallo und herzlich willkommen. Ein weiteres Rennen in der Meisterschaft 2018 bei mir steht an. Das letzte Mal waren wir in Mugello und jetzt geht es an den Nürburgring. Mugello war echt ein Desaster für mich, letzter Platz, weil ich einfach viel zu viele Fahrfehler gemacht habe. Und von der Speed hätte alles gepasst, aber ich habe einfach in den entscheidenden Momenten zu viele Fehler gemacht, bin von der Strecke abgekommen. Die logische Konsequenz, letzter Platz, keine Punkte. Ja, so ist das halt. Ich hoffe, jetzt hier in der Eifel wird alles besser. Wir fahren Nürburgring, Grand Prix-Variante, und zwar in der GT-Version. GT-Version heißt, dass die letzte Schikane vor Start und Ziel anders zu fahren ist. Werdet ihr aber gleich sehen. Ja, ich glaube, zum Nürburgring ist gar nicht so viel zu sagen. Kennt jeder, ist einer der weltbekanntesten Rennstrecken, gerade natürlich noch zum Thema Nordschleife. Diese Verbindung kriegt ja da jeder hin, die grüne Hölle. Ich finde den Grand Prix-Kurs sehr schön zu fahren, also hat alles, was so das Rennfahrerherz begehrt. Macht Spaß, macht Laune. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich diesmal gut in die Punkte komme oder ob das wieder so ein Desaster wird wie in Mugello. So, dann gucken wir uns nochmal schnell das Setup an. Also Sprit nehme ich mal 15 Liter erstmal mit fürs Training. Ich schätze, Spritverbrauch wird so 2,5 Liter ungefähr sein oder 2 Liter eher. Aerodynamik lasse ich mal so. Antrieb können wir ein bisschen verringern, die Übersetzung. Freilauf eins weniger, Leistung eins weniger. Die Aufhängung auf jeden Fall, die Slick-Soft-Reifen. So, dann machen wir mal vorne auf 18. Ich denke, da werden die Reifen eher kühl sein. Hinten gehen wir auch mal auf 18. So, alles andere lassen wir erstmal so eingestellt und probieren einfach mal damit zu fahren. So, Tür ist zu. Ja, muss auch Gas geben am Anfahren. So, ich nutze hier das auch immer hier ein bisschen während dem Training zu berichten, was gibt es Neues in der Rennfahrerszene. Und die DTM ist wieder gestartet mit ihren Testfahrten. Haben jetzt hier in der erstes Märzwochenende waren die unterwegs gewesen und haben ihre Autos mal wieder bewegt. Die ganzen Fahrer sind wieder ins Cockpit eingestiegen und der Testbetrieb hat gestartet. Ja, und dann gibt es auch, glaube ich, erstmal eine ganz interessante Personalentscheidung. Ich habe die jetzt erst gehört. Pascal Wehrlein wird wahrscheinlich wieder in der DTM 2018 an den Start gehen, nachdem er es ja nicht geschafft hat, in der Formel 1 sich durchzusetzen bzw. für dieses Jahr ein Cockpit zu bekommen. Hat wohl Mercedes ihm jetzt angeboten, wieder in der DTM mitzufahren. Das finde ich schon mal sehr überraschend. Aber na gut, lassen wir uns überraschen auf seine Ergebnisse, was er so abliefern wird. Ich denke, vom Fahrerischen ist er auf jeden Fall eine Bereicherung, nachdem ja Mats Ekström abgetreten ist und der DTM den Rücken gekehrt hat. Ansonsten war ja jetzt ja auch in den letzten Tagen die Formel 1 am Start und hat ihre Testfahrten gemacht in Barcelona. Allerdings nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben, sondern das Wetter hat ja die eine oder andere Testfahrt ausfallen lassen. Es gab ja Schneesturm bzw. richtig heftige Schneefall, sodass die ganzen Formel 1-Boliden nicht auf die Strecke gehen konnten. Und natürlich die Temperatur war ein großes Problem für die Reifen, weil die einfach selbst während der Fahrt abgekühlt sind. Da wird ja jetzt schon spekuliert, in Zukunft lieber nach Bahrain oder Malaysia zu gehen, weil man da einfach wärmere Temperaturen hat. Naja, warten wir einfach mal ab.
kommt die erste wichtige Runde, um einfach mal zu gucken, wie reihe ich mich in das Fahrerfeld ein. Das war suboptimal. Michael Schumacher es eben. Hat mich ein bisschen Zeit gekostet, dass ich da so plump auf den Curb gefahren bin. So, jetzt den ganzen Schwung mitnehmen. Und jetzt sieht man auch gleich den Unterschied zur Grand Prix-Variante in der GT-Version hier. Was da für eine Zeit rauskommt. Ja, 2:01, das war jetzt erstmal ganz okay. Mein Ziel ist es ja immer in die Top 10 zu kommen. Hier habe ich zu früh gebremst. Hier etwas unglücklich alles angefahren. Ja. Und schon baut sich der Rückstand auf. Eben habe ich nach meinen Reifen geschaut, deswegen von der Strecke abgeflogen, unkonzentriert. Eieiei. Reifen sehen aber soweit ganz gut aus. Ich denke mal so, meine Einstellung mit dem Luftdruck hat gepasst. Reifen passen, sind auch nicht zu heiß. Gerade bei den Hinterreifen muss man ja mal ein bisschen aufpassen. In Mugello war das ja echt schlimm. Die waren ja schon nach einer Runde hinten glühend heiß und hatten fast 100 Grad oder mehr teilweise erreicht. So, noch 2,5 Minuten Trainingsdauer, das heißt, eine Runde kriegen wir noch gut hin. Jetzt mal konzentriert fahren. Vorne rechts ist zu kalt, aber kein Problem. Letzten Kurve deutlich Zeit verloren, zu schnell reingefahren. Habe ich mal die enge Variante probiert, hat ganz gut funktioniert. Michael Schumacher S hat auch sehr gut funktioniert. Dafür hat diese Kurve gar nicht gut funktioniert. Ich bin aber noch nicht bestraft. Das heißt, die Zeit wird gewertet.
aber natürlich sofort im Rückstand. Auch zu spät gebremst. Kann ich erst viel später aufs Gas gehen. Ja, ich glaube, wir können jetzt hier einfach anhalten. Hinter uns ist keiner. Fahren wir hier rechts raus und gehen zurück in die Box. Gucken wir nochmal nach dem Setup. Dazu kann ich jetzt nochmal kurz was sagen zu der Einblendung unten. Ob ihr Lust auf eine Rookie-Liga habt mitzufahren? Also, die Rookie-Liga gibt es seit Februar. Wir sind zwei Läufe bisher gefahren und wie der Name schon sagt, richtet sich hier das alles an die Anfänger, die letztendlich Lust darauf haben, ihre ersten Online-Rennen zu fahren. Und ja, die Facebook-Gruppe, die unten genannt wird, oder die Homepage, da findet man alle Informationen dazu. Und über die Facebook-Gruppe findet auch die ganze Kommunikation statt. Da gibt es einen Rennkalender, einmal die Woche findet das immer Mittwoch statt. Und gefahren wird ab 19.45 Uhr. Ablauf ist wie folgt: 19.45 Uhr eröffne ich eine Trainingslobby, Viertelstunde. Ab 20 Uhr gibt es dann das Qualifying, dauert 20 Minuten. Und die Renndauer ist ungefähr immer 40 Minuten pro Lauf. Da man natürlich hier keine Zeit einstellen kann, wird das umgerechnet in die entsprechenden Runden, die man dann auf dem entsprechenden Kurs zu fahren hat. Wir haben jetzt schon zwei Läufe gemacht, es sind echt coole Leute dabei, alle, sage ich mal, im besten Alter. Also Mindestalter ist, glaube ich, 16 Jahre, aber man kann sagen, die meisten sind um die 30 oder älter. Das passt sehr gut. Vom fahrischen Niveau, sage ich mal, klar, gibt es immer Ausreißer nach oben und nach unten, aber es passt im Großen und Ganzen. Also die Unterschiede sind nicht so groß. Und man merkt so, wie jeder seine Rundenzeiten im Laufe des Rennens verbessert, beziehungsweise natürlich auch in den Trainings, die wir machen. Das passiert alles auf freiwilliger Basis, selbstverständlich. Es wird sich spontan verabredet über die Facebook-Gruppe. Da macht einer eine Lobby auf, eine Party auf, ja. Und dann wird ein bisschen zusammen gefahren, Setup-Tipps ausgetauscht. Und das ist auch das Schöne, es gibt nicht so Geheimniskrämerei oder dieses erbitterte Fighten um jeden Platz, sondern es ist alles relativ gesittet, geht's ab. Und das ist auch das Ziel der Rookie-Liga, es soll nämlich gesittet sein und Spaß machen. Und was wichtiger ist, natürlich fair soll es abgehen. Und ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Und wer Lust und Laune hat, einfach an der Facebook-Gruppe vorbeikommen oder mir eine Nachricht schicken oder in die Kommentare eintragen. Die Facebook-Gruppe ist eine geschlossene Gruppe, also sprich, da muss man aufgenommen werden, aber in der Regel ist das überhaupt kein Problem. Noch was zur Kommunikation. Wir machen immer eine PS4-Party auf und das wäre schön, wenn du ein Headset hättest. Dann könnte man dich A kennenlernen und B natürlich mit dir ein bisschen quatschen. Und nicht, dass das so eine anonyme Nummer wird. Oh Mann, jetzt fährst du mir hier genau von Latz und machst mir meine Rundenzeit kaputt. Na gut, egal. Ja, also wenn du ein Headset hast, wäre super, ist aber keine Verpflichtung. Was eine Verpflichtung ist, du hast Bock auf fairen Motorsport und zwar Simracing. Und kannst dich auch fair verhalten und hast deine Emotionen so weit im Griff, dass nichts Rassistisches oder sonst irgendwas passiert oder wildeste Beschimpfungen, ja. Strafensystem haben wir auch, aber wir hoffen natürlich, dass wir dieses Strafensystem nie anwenden müssen.
ich bin noch auf Position 1. Ich hoffe, das ist nicht trügerisch. Hier ein bisschen früh gebremst, dafür konnte ich aber schön raus beschleunigen. Wow, hier konnte ich mal endlich richtig gescheit reinfahren und mal richtig Zeit gut machen. Hier konnte ich mal Zeit gut machen. Jetzt konzentriert die Runde zu Ende fahren. Das hat auch gepasst. So, gespannt, welcher Platz das ist. Ah, Platz 2, okay. Also Ziel Top 10 bin ich ziemlich nah, zumindest. Oh, zu spät gebremst. Nein, es geht sich aus, perfekt. Ganz knapp, aber es hat gepasst. Jetzt nochmal konzentrieren. Lasse ich mich mal jetzt schön reinrollen. Ah, Zeit verloren. Hier besser durchgekommen, wieder Zeit gewonnen. War nix. Oh, deutlich Zeit verloren wahrscheinlich jetzt. Ja, es geht schon alles wieder rückwärts. Wieder eine halbe Sekunde schneller. Aber es reicht nicht zu Platz 1. Gut, ich krieg die Runde zwar noch hin, aber... Jetzt fahre ich die Runde einfach mal entspannt zu Ende.
Platz 2, hervorragendes Ergebnis. Zumindest mal eine gute Ausgangsposition fürs Rennen. Ich würde mich jetzt mal in die Box schnell beamen, weil man muss ja aufpassen wegen dem Sprit, dass man das nicht verbaselt. Also 10 Runden, 2,5 Liter, das heißt, wir gehen auf 25 Liter. Ah, 26, immer so ein kleiner Reservegedanke. Gut, ich bin soweit. Alles eingestellt. Position 2, wir gehen nochmal auf den Durchgang, schauen mal, wie die Abstände so sind. Ja, also das ist erreichbar und im Rennen ist das ja eh immer meistens nochmal ein bisschen anders. Ah, der Barry Gomez hat da nochmal eine neue persönliche Bestzeit hingelegt. Gut, ja, passt soweit alles. Also wenn ich nicht wieder richtig Scheiße baue auf der Rennstrecke, dann müsste diesmal richtig gutes Ergebnis möglich sein. Aber ich will natürlich nicht zu früh den Tag vor dem Abend loben. So, das Qualifying ist zu Ende. Jetzt warten wir noch einen kleinen Moment und dann geht's gleich in die 10 Runden rein. Ich hoffe, dass mir in der ersten Kurve hinten keiner reindengelt. Ja. Aber ich habe nur einen vor mir. Vielleicht kann ich den bei gleich ausbremsen in der ersten Kurve. Aber auch ich muss mich ein bisschen disziplinieren. Nicht, dass ich es übertreibe und dann gleich wieder rausfliege und alles für die Katz ist. So, die Nervosität steigt so ein bisschen. So, die letzten Fahrzeuge kommen wahrscheinlich jetzt über Start und Ziel. Vielleicht kann ich auch die 2 Minuten knacken, dass ich eine 1,59er Zeit hinlege. Aber eins nach dem anderen. Wichtig ist erstmal die erste Kurve gut meistern, ja, dass man dann in seinen Rhythmus kommt. Dass dann soweit alles das Feld sich sortiert, ja, dass dann die erste Anfangsnervosität sich legt. So. Worauf warten wir noch? Okay, es wird spannend. Ich starte auf der Innenseite. Gut. Sprit ist dabei. Jawohl, hat genau funktioniert. Jetzt erstmal nicht gleich zu viel riskieren. Ja, das war schon mal ein super Start. Wie ich es mir gewünscht habe, konnte ich einen Tick später bremsen als meine Gegner und konnte auf der Innenseite bleiben und konnte die Tür zumachen. Er hat mich ein bisschen weit rausgetragen, aber alles gut. Mit den Curbs muss man immer aufpassen, die sind doch relativ hoch teilweise.
Oh, die erste Runde ist geschafft. Position 1, traumhaft. Mal gucken, wie hoch der Abstand ist. 3,2 Sekunden. Jetzt erstmal einen kühlen Kopf bewahren. Stand ich ein bisschen zu lang auf der Bremse. Hätte ich mir durchrollen lassen müssen. Das läuft ja wie am Schnürchen, gleich die 2 Minuten geknackt. Oh, hier habe ich deutlich zu früh gebremst. 8 Sekunden Vorsprung, das ist schon mal gut. Jetzt nur keine Scheiße machen. Jeder Abflug, da sind die 8 Sekunden sofort weg. Ich bin nicht mehr Nummer 1, sondern kann mich irgendwo ins Feld einreihen. Muss ja immer aufpassen, dass man da nicht zu quer auf die Rennstrecke kommt und andere abschießt. Also eine 1,59,6, cool. Das ist, glaube ich, meine persönliche Bestzeit in dem Auto hier auf dem Ring. Gucken wir mal, wie sich der Abstand verändert hat. Trotz meiner schlechten Runde ist er sogar angestiegen.
So, gucken wir mal auf die Reifen. Ja, Bremsbalance ein bisschen aus Versehen verändert, aber ist jetzt nicht so schlimm. So, Reifen schauen gut aus. Alles Paletti. Gerade eben der Arsch ein bisschen weggegangen. Ich muss auf jeden Fall was an der Doppelbelegung verändern. Immer wenn ich das Hood durchschalte, schaltet sich auch die Bremsbalance mit ein. Gucken wir mal auf den Vorsprung. Aber das ist ja alles sehr komfortabel. Ein schönes, einsames Rennen. Ist vielleicht für euch langweilig, aber für mich sehr beruhigend. Ja, Vorsprung ist angewachsen. Sekunden, das ist echt komfortabel. Ein bisschen zu viel gewollt, aber alles gut gegangen. Ich fahre dafür relativ konstante Zeiten, das ist viel wert. Hier aufpassen, dass man nicht zu weit auf den Curb kommt. Das war richtig beschissen gefahren.
jetzt gerade mal eine andere Linie gewählt. Aber eher das Gegenteil erzeugt, beziehungsweise nicht viel passiert. Abstand sind knapp 14 Sekunden. Sieben Runden sind gefahren, beziehungsweise ich bin in der siebten Runde. Eben noch gesagt, ich fahre konstante Zeiten. Das ist jetzt alles andere als konstant gewesen. Das war über eine Sekunde richtig schlecht. Sprit wird auch dicke reichen. Ja, sorry, dass es so ein langweiliges Rennen ist, aber für mich ist es eigentlich cool, dass ich so entspannt im Verhältnis mal fahren kann. Eigentlich nur eine spannende Situation, das war nach dem Start. Schaffe ich es auf der Innenbahn vorbeizukommen, dass ich einfach einen Tick später bremse, und das hat gut funktioniert. Ansonsten ist es jetzt eigentlich nur noch den Vorsprung zu verwalten und sicher die letzten Meter bzw. zwei Runden zu fahren. Die schnellste Runde habe ich auch, also letztendlich habe ich eigentlich auch kein Ansporn mehr, jetzt hier großartig was zu riskieren.
So, die letzte Runde ist angebrochen. So, die Reifen haben super gehalten. Passt alles. Reifen, Luftdruck ist auch soweit okay. Den rechts vorne hätte ich sogar noch auf 19 PSI einstellen können. Einfach sich fürs nächste Mal merken. Das ist mal eine schöne Genugtuung, jetzt als Erster durchs Ziel zu kommen. Letztes Rennen als Letzter. Wow, cool. Ich freue mich. Wahnsinn. So, das ist schön. Position 1. So, dann gucken wir mal, wie sich das alles im Ranking ergibt. Wir müssen jetzt ein Momentchen warten. Hat ja einen Vorsprung von 13 Sekunden so ungefähr. Da kommt schon der zweite. Ja, schönes Rennen. Ich muss sagen, die Nordschleife, beziehungsweise nicht die Nordschleife, Korrektur, der Nürburgring, der liegt mir deutlich mehr als Mugello jetzt. Da fahre ich einfach öfters, ja, da habe ich viel mehr Routine. Ich glaube, das konnte ich jetzt hier ganz gut ausspielen. Bin die schnellste Runde gefahren. Im Gesamten jetzt den ersten Platz. Jetzt gucken wir mal, wie viele Punkte mir das bringt und wo ich im Gesamtranking in der Meisterschaft jetzt landen werde. Ich hoffe, dass ich ein paar Plätze gut machen kann. So, jetzt warten wir nochmal ab. Ich weiß auch gar nicht, wo es dann als nächstes hingeht. Müssen wir mal gucken. So, das Rennen ist vorbei. Ja, klar, die schnellste Runde gefahren. Coole Sache. So gefällt mir das. Dann gucken wir mal. Ich kann auf Verlassen gehen. Ich bin sicher. Jetzt gucken wir mal, was passiert ist durch meinen Sieg. 33 Punkte. Ja, jetzt bin ich Platz 8, jetzt bin ich wieder in meinem Soll. Ich wollte ja unter die ersten 10 kommen, gegebenenfalls jetzt noch ein bisschen höher. Auch der Red Bull Ring, da freue ich mich drauf, das wird ein cooles Rennen, da fahre ich unheimlich gerne. Also von daher vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns dann auf dem Red Bull Ring in Österreich. Bis dann, ciao!